Moin, moin, liebe Damen und Herren. Ich bin der Fipsi, aka Let's Pitte bitte. Oder in wirtschaftspsychologischen Kreisen Pitte bitte einfach nur. Ich möchte euch heute etwas vorstellen. Das nennt sich Grindzones. Und Grindzones ist ein so Cookie-Cutter-Spiel. Es ist so ein x-beliebiges Spiel einfach bloß. Ich sehe das mir aber heute im Rahmen von einer Analyseserie an, die ich Let's Game Design nenne. Let's Game Design beschäftigt sich über das Let's Playen von Spielen und wir analysieren währenddessen gewisse Merkmale und versuchen dem auf den Grund zu gehen, wie das Spiel aufgebaut ist, ob das Spiel gute oder schlechte Entscheidungen getroffen hat, wobei man schon sagen muss, es ist sehr objektiv. Und wir versuchen am Ende eine Schlussfolgerung zu ziehen aus dem Ganzen. Ich habe dieses Spiel genommen, da es als erstes Gegenbeispiel gelten sollte, wie man so etwas nicht macht, damit wir in Zukunft mal davon ausgehen können, wie schön Spiele strukturiert sein können. Außerdem passt dieses Spiel wahrscheinlich innerhalb eines 20-Minuten-Formats. Sorry. Sodass ich so schnell wie möglich die schlechten Dinge davon abhaken kann. Ignoriert bitte, dass ich schon den Charakter gemacht habe. Das war alles zur Probe. Create Character. Schon am Anfang habe ich meine Probleme. Wir haben drei Klassen und die werden nicht ins Genauere erklärt. Demnach müssen wir davon ausgehen, dass dieses Spiel schon weiß, dass wir talentierte oder wenigstens schon experienced Spieler sind. Wir müssen schon etwas davon wissen, damit wir verstehen können, was ein Swordman ist und was das sich von einem Berserker unterscheidet und was wiederum Wizard lustigerweise alles machen kann. Deswegen fangen wir einfach mal an. Design. So, wir fangen einfach als Schwert und Schild Charakter an. Das ist das Einfachste. Jetzt, da wir aber schon wissen, dass das Spiel vornherein von uns verlangt, dass wir uns damit mit der Materie auseinandergesetzt haben würden, fangen wir mal an. So. Wie funktioniert ein normales RPG? Ich habe einen Cursor, das wurde mich schon lustig, um ehrlich zu sein, beim ersten Mal. Und was passiert, wenn wir links klicken? Aha, wir greifen an. Interessant. Hat so typische Diablo-Anteile, so ein Top-Down-Ding. WASD laufen wir? Irgendwie ein bisschen verwirrend. Das war gerade Rechtsklick. Was macht Rechtsklick? Okay, um ehrlich zu sein, das ist schon sehr verwirrend. Also, ich möchte mal kurz anmerken, uns wurde nichts gesagt, was unsere jeweiligen Controls können in der Grundfunktion und dieses Spiel schmeißt dann einfach auch wild rein. Die Steuerung ist ein bisschen schwammig, aber das sei mal dahingestellt. Die einzige Art und Weise zu realisieren, was Rechtsklick tatsächlich ist, ist, indem wir links unten runter gucken und mal sehen, da lädt sich etwas auf. Man rechts klickt, es geht wieder runter. Das ist also so etwas wie eine Banneanzeige wohl. Wie dem auch sei, machen wir mal weiter. Jetzt gehen wir zu einem Forest Guard. Zu einem Forest Guard. Und machen mal Linksklick drauf. Und die Option, die uns gibt, ist schon Subcell Quest. Und es ist schon verwirrend. Im normalen RPG, in einer normalen RPG-technischen Perspektive, Ansicht. Würden wir davon ausgehen, dass der Shopkeeper doch eigentlich, wenn es hochkommt, nur eine Quest hätte, oder? Ein Forest Guard würde niemals was verkaufen. Hat gar keinen Sinn. Deswegen würde man ihn vielleicht bloß nur dafür anklicken, tatsächlich, ja, sich eine Quest abzuholen. Aber fangen wir mal an. Wir haben $50. Und wenn wir hier rechts oben durchgucken, ist das teuerste Item genau $50 wert. Interessante Entscheidung. Wir können also schon ganz am Anfang das teuerste Item kaufen. Hat doch gar keinen Sinn, oder? Hör auf, mich zu nerven links oben. Ich weiß, dass ich Special Abilities habe. Das ist wahrscheinlich wohl mein Rechtsklick, aber ich habe es bis jetzt noch gar nicht wirklich kapiert. Gut, dann haben wir uns das krasseste Item gekauft. Und was ist jetzt der Sinn dahinter? Wir haben keinen Ausblick bekommen, was wir als Ziel haben in dem Spiel. Wir haben keinen Ausblick bekommen, was
was unsere Werkzeuge sind, mit denen wir das Ziel erreichen könnten, wenn wir es wüssten. Und wir haben gar keinen Ausblick, was in der Zukunft unsere möglichen Werkzeuge sind. Außer, vielleicht wenn wir da drunter gucken und leere Slots sind, könnten wir davon vielleicht, könnten wir interpretieren, dass da vielleicht ein paar Spells sind. So, während ich hier anfange, ein bisschen Dinge kaputt zu schlagen, das ist am ehesten jetzt ziemlich repetitiv, ich fange einfach währenddessen nämlich an zu reden, möchte ich ein kleines bisschen über die Vier-Spieler-Theorie labern. Ich weiß nicht, wer diese Theorie damals ins Leben gerufen hat. Sie war tatsächlich ziemlich interessant, deswegen möchte ich sie hier nochmal einfügen. In einer Game Design-technischen Perspektive hat man immer vier verschiedene Sorten von Spielern. Und zwar hat man den Achiever. Der Achiever ist in dem Fall eine Person, die möchte halt großartige Dinge erreichen und Achievements bekommen, so der 0815 Standard. Das wären vielleicht so Speedrunner, könnte man eventuell dazu zählen. Übrigens nochmal so ein Falskart, der genau dasselbe macht. Dann haben wir den Killer. Der Killer zieht extrem Spaß daraus, Leute einfach nur wegzunutzen und eine extreme Dominanz auf dem Spielfeld zu beweisen. Das wäre zum Beispiel ein Typ, der dich in COD immer wieder versucht wegzupratzen. Dann haben wir den Explorer. Der Explorer tut gerne Dinge erkunden. Oh, ich guck mal dorthin. Was ist da hinten? Ach, noch mehr Bäume. Ach, wie cool. Gehen wir mal wieder runter. Oder wir haben noch den Socializer. Der Socializer hätte Spaß daran, in Online-Spielen normalerweise sein bestes Kunsttun, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Zum Beispiel bin ich eigentlich unter der Kategorie Socializer ja anzusiedeln. Der ist größer, oder? Der ist kleiner. Das ist schon mal was Interessantes tatsächlich mitzubekommen. Aber ich glaube, die... Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Hitbox oder die Typen danach dann gleich groß sind. Wie dem auch sei. Wobei ich denke, genau, wir haben diese vier Spielertypen. Und das Lustige ist, da müsste man sich mal bei Extra Credits danach informieren. Je nachdem, was wir für einen Spielertyp haben, oder was wir für Spielertypen haben, können wir andere Spielertypen bevorzugen oder Privilegien geben, dass die mehr dazukommen, um andere Privilegientypen oder Spieler wieder runterzunehmen. Als gutes Beispiel wären dabei Socializers. Desto mehr Socializers du hast, desto mehr Leute hast du, denen es eigentlich prinzipiell egal ist, wenn sie mal drauf gehen. Und desto weniger Killer hast du, weil die Killer ziehen nicht mehr den Spaß daraus, Leute wegzuprotzen, weil die haben keine lustige Reaktion mehr darauf, sondern es ist eigentlich relativ wurscht. So. Ich habe übrigens noch ganz vergessen, auf Quests zu klicken. Ich habe das Spiel ja schon mal angefangen, deswegen war ich das schon gewöhnt, was bei Quests kommt. Wir klicken auf Quests und wir haben zwei sehr generische Quests. Ja. Das ist die erste Quest. Das ist die zweite Quest. Und bei allen sind die gleich, außer beim letzten waren es 5 und 6. Also hey, fangen wir mal an. Er muss in dem Fall aber sagen, dass die Potion-Quest gar nicht mal schlecht ist, weil so kann der Spieler nicht eine übergroße Anzahl an Potions bekommen, die einfach vollkommen egal ist irgendwann mal. Das wäre ja auch nicht mehr schön, oder? Deswegen... Ich finde es auch interessant, dass die Gegner Gold droppen lassen in einer Art und Weise, wo es schon sehr problematisch wird, alles aufzusammeln. Das Gold droppt schnell... Und deswegen muss das Spiel entweder A immer rüberrennen und deshalb Zeit verschwenden. Ja, oder... Der sammelt es nicht auf, verschwendet keine Zeit, aber dafür hat kein Gold. Ich bin jetzt hier von uns gegangen. Das soll aber kein Problem darstellen. Ich werde jetzt einfach mal kurz durchrennen zum Ende. Das Spiel ist, um ehrlich zu sein, tatsächlich ziemlich klein. Das war kein großes Spiel. Genau. Ja, wir haben mit dem Spiel viele Probleme. Mein Hauptproblem, tut mir leid, nicht wir, ich, mein Hauptproblem an dem Spiel ist leider, dass es konzipiert ist von den Regeln und von den Möglichkeiten, wie ein typisches RPG und dem auch schon Wissen vom Spieler abverlangt. Im gleichen Falle aber auch keine erfahrungstypischen RPG-Elemente bietet. Wir haben kein langes Gameplay, wir haben keine tiefen
Ausbaumöglichkeit. Wir haben gerade mal zwei Spells, die wir hier uns aneignen können. Und dort hinten haben wir gerade mal... Puff. Ja. Wir haben tatsächlich nicht mal andere Items. Ich könnte das Item vom Late Game hier noch kaufen. Und das ist das Problem, was ich habe. Soweit ich weiß, droppt der Boss eine stärkere Waffe. Deswegen sollte es wahrscheinlich kein Problem machen. Aber nichtsdestotrotz. Genau. Ich rede jetzt mal noch weiter bis zum Ende. Aber nichtsdestotrotz ist es halt alles ziemlich einseitig. Eventuell möchte man ein einseitiges und leichtes Spiel haben für Leute, die das zum Einsteigen machen würden. Dann würde ich aber für diejenige Person auch sehr empfehlen, wie gesagt, das Spiel ist sehr einsteigerfreundlich zu halten mit einfachen Informationen. Um noch ein bisschen was zum Entwickler und Publisher zu sagen. Der Entwickler ist laut Steam Library und Naku Karen. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch. Oder Gamer. Es tut mir so leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Ich möchte, um ehrlich zu sein, auch das gar nicht im Nachtrag bearbeiten, da ich bis jetzt noch keine Erfahrung darüber habe. Jedenfalls ist aber der...